Okay, hallo, ich bin Drefflow, steht auf dem tollen Schild und ich bedauere schon fast, dass ich meinen Titel nicht auch irgendwie Cyborgs und Invasionen und so reingeschrieben habe, weil das Thema ist ein bisschen ähnlich, die Herangehensweise vielleicht etwas anders. Ich hatte ja schon vorhin bei Tantes Vortrag gesagt, ich bin so ein bisschen glücklich, dass ich jetzt ganz oft sagen kann, ja, die philosophische Betrachtung und die rechtlichen Bla hat alles Tante schon abgehandelt, das brauche ich nicht. Ich bin deshalb glücklich, weil es hier auch nicht drin steht. Und ich werde auch total den, das ist total cool, Vortrag machen und mir ist bewusst, dass es halt auch Risiken gibt und die ignoriere ich vollständig. Und das weiß ich auch. Und sie sind mir auch bewusst, aber ich habe eigentlich keine Lust, einen Debattenbeitrag halt ausgeglichen zu machen, genauso wenig wie mein Vorredner das getan hat, weil das irgendwie nicht für coole Diskussionen sorgt. Ja, Situationismus. Das ist ein Begriff aus der Psychologie, der inzwischen auch schon wieder etwas überholt ist, was auch ganz vernünftig ist, weil er so krass, wie er damals gedacht wurde, einfach nicht stimmt. Aber vielleicht ein bisschen zur Geschichte und auch zu dem Hintergrund, warum ich das ganz spannend finde. Also ich weiß nicht, ob man den Herrn überhaupt erkennen kann, aber selbst wenn man könnte, vermute ich, die wenigsten von euch werden ihn kennen. Das ist Herr Zimbardo, Professor, Doktor nehme ich an, also Professor bestimmt, Doktor vermute ich, also PhD wohl eher, der hat psychologische Experimente gemacht, die sahen zum Beispiel so aus. Stanford Prison Experiment sagt euch vielleicht schon mehr als der Name Zimbardo. Okay. Worum ging es in diesem Experiment? Die Frage war, wie stark wird eigentlich das menschliche Verhalten beeinflusst durch die Umgebung, in der sich der Mensch in der jeweiligen Situation befindet? Oder anders gefragt, wie konstant ist eigentlich die Persönlichkeit eines Menschen, wenn man ihn in eine andere Umgebung steckt? Also ist die Art und Weise, wie sich ein Mensch verhält, eher in seinem biologischen Körper verortet oder eher in seiner Umgebung? Und das Stanford Prison Experiment und auch einige andere psychologische Experimente haben halt gezeigt, dass es erstaunlich viel Einfluss der Umgebung auf das menschliche Verhalten gibt. Ich weiß nicht, das Experiment ist vielleicht nicht ganz allen bekannt. Was man getan hat, ist, man hat eine Gruppe von Studenten, Freiwillige genommen, Psychologiestudenten sind das normalerweise, weil die irgendwie halt Punkte dafür kriegen, dass sie auch mal Testkaninchen sind. Dann hat man sie in zwei Gruppen geteilt. In einer Gruppe hat man gesagt, pass auf, wir machen ein Experiment psychologischer Art und wollt ihr dann irgendwie mitmachen? Haben so ein bisschen Disclaimer unterschrieben, das Übliche halt. Und dann hat man die Studentengruppe geteilt. Ich meine am Anfang, ohne es jetzt direkt zu sagen, wer wohin gehört. Jedenfalls die eine Hälfte wurden Gefangene in einem simulierten Gefängnis und die andere Hälfte wurden Wärter. Man hat dann relativ Roleplaying-mäßig halt die Gefangenen irgendwie abgeholt zu Hause, ins Gefängnis gebracht und halt von diesen Wärterstudenten betreuen lassen. Und da hat man einfach ein paar Tage geguckt, was so passiert in einem simulierten Gefängnis mit relativ offenem Regelwerk. Die Situation ist relativ eskaliert und man hatte dann halt irgendwie Gewalt zwischen Wärtern und Gefangenen und das ist alles schrecklich schief gegangen. Man hat das Experiment dann auch abgebrochen. Wall of Text. Während ihr das lest, kann ich langsam weiterreden. Ich rede auch auf Deutsch, das ist auf Englisch. Was auch spannend war, und das ist im Wesentlichen der Inhalt dieses Textes, dass auch der Psychologieprofessor selber so ein bisschen in diese Identitätsrolle des Gefängnisdirektors geschlüpft ist. Das hat er auch später gesagt. Es war für ihn in einigen Situationen viel leichter, Dinge zu tun, die konsistent waren mit seiner Rolle als Gefängnisdirektor gegenüber seiner Rolle als neutraler und ethisch verantwortungsbewusster Wissenschaftler. Also es hat am Ende, ich glaube, seine damalige Freundin oder Frau dafür gesorgt, dass das Experiment auch tatsächlich dann schon abgebrochen wurde, wohingegen er wohl relativ lange intern vertreten hat, dass es noch fortgesetzt werden sollte, weil es halt ein spannendes wissenschaftliches Experiment ist, aber natürlich auch, weil es seine Rolle als, und das hat er später selber so gesagt, als Gefängnisdirektor war, natürlich den ordnungsgemäßen Betrieb dort aufrechtzuerhalten. Ja, genau. Aus diesen und noch einigen anderen ähnlich hässlichen Experimenten, die man heute auch normalerweise nicht mehr durch die Ethikkommissionen bekommt, zum Beispiel das Milgram-Experiment ist das, glaube ich, wo es um so Konformismus mit Autoritätsfiguren geht, aber da gibt es ganz viele sehr ähnliche Experimente, die haben alle darauf hingedeutet, dass sich das menschliche Verhalten durch die jeweilige Umgebung, in der sich der Mensch befindet, erstaunlich stark manipulieren lässt. Und irgendwann hat man halt diese Position des Situationismus ausformuliert, wo man halt versucht hat zu formulieren, okay, es ist im Wesentlichen durch die Umgebung beschränkt. Später ist man davon wieder abgerückt, weil sich das halt auch nicht vollständig halten ließ. Also es gibt inzwischen auch genügend Studien, die sagen, bestimmte Aspekte der Persönlichkeit bleiben halt dann doch irgendwie konstant. Inzwischen ist es halt so ein bisschen mixed, was auch nicht so verwunderlich ist, es gibt halt beides, aber der Einfluss der Umgebung auf das menschliche Verhalten ist insbesondere viel, viel stärker, als es die normale Intuition erwarten würde. Also nur, weil sich jemand in einem normalen, zivilisierten Umfeld normal und zivilisiert verhält, heißt das erstaunlich wenig.
Ja, und das wird super spannend, wenn wir uns überlegen, was die heutige, unsere Umgebung so ist. Weil die frühere Umgebung, in der wir, also ich meine, uns Jahrhunderttausende lang bewegt haben, die war relativ physisch und sehr konstant. Und jetzt haben wir einen großen Teil, also ich rede jetzt wir, aber ich vermute, euch geht das so ähnlich wie mir, ein großer Teil meiner täglichen Umgebung ist halt im Wesentlichen Pixel auf meinem Bildschirm und irgendwie Audiosignal in meinen Kopfhörern. Und ich könnte mich zwar theoretisch auch in meinem Zimmer frei bewegen, all diese Dinge, aber das tue ich de facto dann doch nicht so viel. Das heißt, ein wesentlicher Teil meiner Umgebung ist halt digital. Und spannend wird's, weil man diese Umgebung sehr zügig und sehr umfangreich vollständig umorganisieren kann. Und auch da gibt es im Prinzip ganz ähnliche, total komische psychologische Effekte, die man sehr hässlich finden kann. Ihr seid bestimmt zumindest bekannt mit dem Phänomen Social Gaming. Also irgendwie, wir haben ein soziales Netzwerk, wir tun da rein Spiele und diese Spiele erlauben es mir, im Spielfluss irgendwie auch mit meinen Freunden zu interagieren und ihnen Dinge zu erlauben. Also Farmville ist so das Grundbeispiel, was man immer hört. Ich habe das nie gespielt und ich werde das auch nicht anfangen, weil aus Gründen, einer davon ist dieses Experiment von einem Indie-Game-Designer Ian Burgos, der hat sich gedacht, dieses Farmville und dieses ganze Social Gaming, das ist doch eigentlich voll die fiese psychologische Manipulation. Und ich will euch das mal so ein bisschen aufzeigen, hat er sich gedacht. Ich mache mal so das dümmstmögliche Social Game. Ich erfinde Cow-Clicker. Das ist der Screenshot von Cow-Clicker. Man kann Dinge tun. Nämlich man hat eine Kuh. Man kann auf diese Kuh klicken. Und wenn man das tut, dann macht sie Mu. Dann 6 Stunden kann man wieder auf die Kuh klicken. Das ist das Gameplay vollständig. Man kann seinen Freunden mitteilen, dass man auf die Kuh geklickt hat, und man kann ihnen dabei helfen, auf ihre Kuh zu klicken. Und wenn man ganz oft auf die Kuh geklickt hat, kann man sich eine andere Kuh kaufen. Das ändert aber das Spielprinzip überhaupt nicht. Auf diese andere Kuh kann man in 6 Stunden wieder klicken. Wenn man sehr oft geklickt hat, kann man auch mal häufiger klicken. Okay, aber das ist dann wirklich das gesamte Spielprinzip. 56.000 Menschen haben das im Maximum gespielt. Und das ist halt krass. Es war halt gedacht, das Experiment dafür zu zeigen, Social Gaming funktioniert auf psychologischen Prinzipien, die Leute dazu bringen, Dinge zu tun, die völlig bescheuert sind. Und das ist quasi so das Beispiel dafür, dass es auch wirklich so ist. Und noch da hat sich etwas sehr Spannendes eingestellt, weil der Ian Burgos hatte das ja gestartet, so als, haha, ich mache mich lustig über Farmville. Das hat so halb gut funktioniert. Es hat halt irgendwann Leute gegeben, die gesagt haben, du, mach mir doch noch eine dritte Kuh-Option, die ich mir kaufen kann. Und er hat gesagt, na gut, mache ich das euch. Und das hat relativ lang gut funktioniert und irgendwann ist mir halt so aufgefallen, so, wait, ich werde hier gerade irgendwie zu einem Spielentwickler von einem Spiel, das ich mal gestartet habe, das völlig bescheuert ist und ich habe jetzt irgendwie ein Jahr Arbeit da reingesteckt. Ist halt nicht gut, aber auch dieser Mensch hat halt irgendwann festgestellt, dass er seine Rolle als evil Social Game Developer halt total internalisiert hat und einfach getan hat, was diese Rolle von ihm verlangt. Inzwischen ist das Spiel gestoppt im Sinne von, er hat einfach alle Kühe entfernt, hat dafür sehr viele sehr wütende Mails erhalten, aber dafür ist dieser Unsinn gestoppt. Ja, das ist wirklich ziemlich schrecklich eigentlich. Was ganz spannend ist, viele von diesen Sachen sind immer der Art, du hast halt eine Handlung und deine Umgebung belohnt oder bestraft dich dafür. Das ist so das Prinzip, was du, also das kann man halt schon bei simpelsten Tieren sehen, dass das halt gut funktioniert. Und das funktioniert halt auch bei uns noch vergleichsweise gut. Und das Problem ist, die Sache ist halt, in der digitalen Umgebung kann diese Umgebung das in einem viel stärkeren und auch komplexeren Maße tun, als es so die normale Umgebung aus irgendwie physikalischen Objekten normalerweise getan hat. Ja, was ist denn so in unserer digitalen Umgebung drin? Das ist sicherlich das, wo irgendwie alle so mit zu tun haben. Es gibt dann irgendwie Nachrichtenseiten, die lese ich regelmäßig, es gibt Blogs, ich kriege E-Mails von Leuten. Und ja, natürlich beeinflusst mich das irgendwie, aber das will ich ja auch, weil ich kriege halt Informationen, ich verarbeite die dann irgendwie total bewusst und dann weiß ich halt mehr als vorher und mache mir irgendwie meine Gedanken darüber. Dann gibt es halt irgendwie Social Netzwerke, das ist auch eine total bewusste Entscheidung und die Beeinflussungsgrad ist vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht auch nicht mehr ganz so bewusst. Ich habe halt nicht nur Informationstransport, ich habe halt auch einen Emotionstransport zwischen verschiedenen Menschen und so und die Beeinflussung ist halt andersartig, zumindest als bei einer reinen Informationsquelle. Aber auch das ist ja völlig, also, ja, was soll man sagen. Was ich sehr spannend finde, ist, es gibt Aspekte der digitalen Umgebung, um die man sich viel weniger den Kopf macht, glaube ich. Zum Beispiel irgendwie, welche Software benutze ich, wie funktioniert die und wann gibt sie mir welche Handlungsoptionen zum Beispiel. Das ist, wenn man sich wirklich umschaut, nicht bei aller Software gleich und das macht auch durchaus einen Unterschied. Also es gibt zum Beispiel, ja, bei Präsentationssoftware sieht man das manchmal. Es gibt so Präsentationssoftware, das ist total einfach, coole Animationen zu machen, die irgendwie die Buchstaben einzeln einfliegen lassen. Und es gibt Präsentationssoftware, das ist das schwer. Und ich behaupte und ich bin mir sehr sicher, dass das stimmt, obwohl ich es nicht kontrolliert habe. Bei der Software, wo man das einfach machen kann, gibt es viele Präsentationen, wo es fliegende, uncoole Buchstaben gibt und bei den anderen nicht.
Diese Beeinflussung, da denkt fast niemand drüber nach, die ist normalerweise auch nicht besonders schlimm. Also es gibt einfach, außer von komischen Social Games abgesehen, nicht allzu viel Software, das ein Problem ist, glaube ich. Zumindest noch nicht. Und dann kann man sich halt auch überlegen, ja, wie organisiere ich meinen Rechner und wie gestalte ich auch meine eigene digitale Umgebung? Weil das ist etwas, was wir bei digitaler Umgebung auch viel mehr tun können als bei unserer physikalischen Umgebung. Ich habe halt die fast vollumfängliche Gestaltungsgewalt. Ich kann meinen Rechner so konfigurieren, wie ich das will. Und wenn ich kann es auch komplett anders machen, als alle anderen Leute das machen. Wohingegen es halt sehr viel schwieriger ist, irgendwie mein Haus komplett anders zu bauen, als alle anderen Leute das machen, weil allein schon die Physik gewisse Schranken halt hat. Ja, und wenn ich das halt ins Maximum treibe, mache ich halt meine Software selber, weil ich irgendwie finde, alle Optionen, die ich da habe, die beeinflussen mich halt nicht in dem Maße, wie ich das gerne will oder nicht auf die Weise, wie ich das gerne will. Und deshalb muss ich es halt anders machen. Ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Cyborg-Part von dem Talk. Also bisher ging es ja um die Frage, wie beeinflusst die Umgebung den Menschen. Das ist halt so der totale Dualismus. Ich habe halt mich und ich habe meine Umgebung und da gibt es halt irgendwie einen Einfluss, aber es bin ja halt trotzdem irgendwie ich, der beeinflusst wird. Und ich behaupte, so ein bisschen so wie Tant es getan hat, aber andererseits viel mehr weg von diesem körperlichen Implantatzeug zu Entscheidungen und Gedanken, die ich halt im Kopf habe, dass auch da die Technik schon viel mehr reinspielt, als das vielleicht, wenn man einfach so mal drüber nachdenkt, bewusst ist. Also ich habe immer versucht, so Beispiele zu finden, wo man auf jeden Fall vor 20 Jahren gesagt hätte, ja, das ist total klar Teil einer Persönlichkeit. Das ist halt, hat nichts mit den Werkzeugen zu tun, es ist halt, das gehört irgendwie zur Person. So, ist das jemand, der irgendwie typischerweise gut gelaunt ist? Oder ist das jemand, der irgendwie oft abgelenkt ist, zerstreut? Kann der zum Beispiel irgendwie bestimmte Sprachen sprechen oder lesen oder was auch immer? Ist der pünktlich? Ist das eher so ein Kumpeltyp, dem ich alles erzählen kann oder nicht? Und heute ist es aber auch so, dass all diese Dinge durch Technik zumindest stark mit beeinflusst werden. Also das erste kennen wahrscheinlich die meisten unserer Mailinglistenleser nur allzu gut. Ja, das mit der Ablenkung ist halt auch eine Konfigurationsfrage. Es gibt halt Leute, die kriegen für jeden Twitter-Nachricht ein Pop-up. Und es gibt halt Leute, die kriegen das nicht. Und ich behaupte mal, wenn die Leute mit dem Pop-up am Rechner sitzen, die sind halt zerstreuter, jedenfalls in der Außenwahrnehmung. Also wenn du mit denen kommunizierst, dann merkst du halt, die sind oft abgelenkt. Und das liegt aber nicht an deren biologischen Körperkonfiguration, sondern an dem, was ihr Rechner tut. Ja, kann man mir alles erzählen. Die Frage ist halt, wo tue ich es hin? Und wenn ich es irgendwo hingetan habe, kriegt das jemand anders da auch mit? Ja, bin ich pünktlich? Gut, Terminkalender haben wir inzwischen wahrscheinlich die meisten. Kann ich Schwedisch lesen? Naja, so wie ich hier stehe, nicht. Als ich das letzte Mal zu Hause saß, habe ich in Urteilen auf Schwedisch des EU-Gerichtshofs darüber nachgelesen, ob wir unsere Stadthalle so finanzieren können, wie wir es wollen. Das war gar kein Problem. Das geht aber halt nicht ohne Computersupport. Aber es geht halt auch andererseits mit. Ja, und jetzt will ich erzählen, warum das ganz toll ist, dass wir unsere digitale Umgebung dafür benutzen können, uns selber so zu beeinflussen, dass wir mit Absicht Algorithmen quasi in unsere Entscheidungsprozesse reinbeziehen können. Ich glaube, das ist etwas, was Tante so auch noch nicht gesagt hat. Also meistens, wenn die Leute über Cyborgs reden, geht es halt um, ja, ich erweitere irgendwie meine Sinne, ich kann halt irgendwie meine Farben besser auflösen oder auch meinetwegen, ich sehe meine Social Network Buddies. Aber man kann noch viel krassere Sachen machen und die sind auf eine gewisse Weise auch einfacher. Man kann zum Beispiel auch bewusste Entscheidungen absichtlich auf den Computer auslagern. Was ich momentan schon implementiert habe, erzähle ich später noch ein bisschen dazu. Aber erstmal, warum sollte man das überhaupt tun wollen? Also es gibt halt einfach, das hatte Martin Dirius, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, fiese Bugs im biologischen Gehirn. Das ist auch nicht allzu verwunderlich, weil es ist evolutionär gesehen relativ spät wirklich auf das Abstraktionsniveau gehoben worden, wo es jetzt ist. Und es hat sich halt auch durch Evolution entwickelt. Und da gibt es einfach super viele schöne Abkürzungen, die man machen kann, die in den meisten Umgebungen auch ganz gut funktionieren. Was nehme ich denn jetzt mal als Beispiel? Availability Heuristic zum Beispiel. Das ist so einer von vielen, das sind nur 8, oder Wikipedia hat da ganz viele, Fehler, das ist zum Beispiel, ich glaube, Dinge sind wahrscheinlicher, wenn ich sie letztens erst gesehen habe. Also zum Beispiel die Frage ist irgendwie, sind rote Autos häufiger als andersfarbige Autos? Das ist erstaunlich stark davon beeinflusst, wie viele Leute ich persönlich kenne, die ein rotes Auto haben zum Beispiel, weil ich einfach dann, wenn ich an Auto denke, relativ schnell auch ein rotes Auto denke, wohingegen, wenn ich mir die Frage stelle, gibt es auch andersfarbige, fallen mir halt viel weniger ein. Das ist halt überhaupt keine Basis zu beurteilen, ob es jetzt mehr rote oder andere Autos gibt und trotzdem tun Menschen das und sie tun das oft unbewusst und sie tun es sehr schnell und es funktioniert halt auch meistens ganz gut, außer ich habe halt
eine Umgebung, auf die das Gehirn evolutionär nicht angepasst ist, aka ungefähr alles, in dem wir uns momentan bewegen. Außer den sozialen Kontext übrigens. Also der ist noch immer meiner Meinung nach relativ gut damit erfassbar, mit den Sachen, die das biologische Gehirn kann. Also, zwischenmenschliche Beziehungen sind immer noch sehr ähnlich, wie sie lange waren. Es gibt jetzt irgendwie mehr davon und longer distance, aber es ist doch ähnlich. Und das andere Problem ist, es ist super langsam. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie schnell eigentlich so ein biologisches Gehirn einen normalen Text verarbeitet. Und Wikipedia sagt, die wissenschaftlich überprüften Rekorde liegen bei 3000 bis 4000 Wörtern pro Minute. Und um mal total optimistisch zu bleiben, habe ich irgendwie geguckt, was gibt es an langen Wörtern. Es gibt zum Beispiel Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Das ist tatsächlich mal in Kraft gewesen, das ist also nicht fiktiv. Wenn man das ansetzt, wäre man so bei 4,3 Kilobyte pro Sekunde. Wenn wir normale Wortlängen ansetzen, sowas wie 6 Buchstaben, ist man halt noch bei 500 Byte pro Sekunde. Und da geht es um Leute, die das jahrelang trainiert haben, um auf Schnelllesewettbewerben gut zu sein. Wenn ich irgendwie einen Telepolis-Artikel lese, ich habe das dann mal in der Vorbereitung des Vortrags ausprobiert, komme ich so auf ungefähr 60 Byte die Sekunde. Und wenn man das halt vergleicht mit der Geschwindigkeit, in der digitale Systeme Informationen verarbeiten, ist es halt total der Witz. Genau, da komme ich auch gleich hin. Also mein Rechner macht irgendwie ein paralleles Grab mit so ein paar Gigabyte pro Sekunde. Der Faktor ist, ich glaube, 100 Millionen oder so, ist halt viel schneller. Und das ist auch klar, das weiß ich auch, die Informationsverarbeitung dort ist halt viel oberflächlicher. Aber sie ist in der Lage, viel mehr Informationen zu verarbeiten. Also nicht nur so ein bisschen mehr. Außerdem habe ich, wenn ich Software betrachte, wie sie heute existiert, fast keinen evolutionären Ballast. Ich meine, einiges davon ist jetzt auch schon irgendwie 20 Jahre gewachsen. Aber es ist halt nicht irgendwie über Jahrmillionen random zusammengehackt worden, sondern es ist halt über 20 Jahre so ein bisschen random und ein bisschen mit Intelligenz zusammengehackt worden, was tendenziell besser ist. Und ich habe vollständige Introspektion, jedenfalls wenn ich coden kann. Ich kann halt sagen, okay, meine Software tut dies und sie tut es, weil ich in Zeile 30 diesen Befehl habe und in Zeile 40 diesen anderen Befehl. Und dann kann ich das verstehen. Und ich kann es auch vollständig simulieren und viele tolle Dinge tun. Und wenn ich ein menschliches Gehirn habe, kann ich das zumindest mit dem heutigen Stand der Technik halt nicht verstehen. Das tut einfach Dinge und ich sage, aha. Ich kann außerdem mit Software andere tolle Sachen machen. Ich kann sie tauschen mit anderen. Also wenn ich der Meinung bin, hier ein Algorithmus, der Entscheidungen trifft, der ist total cool. Ich will meine Entscheidung auch so treffen wie dieser Mensch, der seine Entscheidung aufgrund dieser Software trifft, die ich cool finde. Dann kann er mir die einfach kopieren. Dann kann ich das auch machen. Das ist relativ unaufwendig. Ich kann auch, wenn ich denke, ich habe hier einen neuen Algorithmus geschrieben, von dem glaube ich, er ist gut und der wird gute Entscheidungen treffen. Aber ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, einen Algorithmus geschrieben, der soll mir irgendwie dabei helfen, dann von zu Hause loszugehen, wenn, also das ist jetzt fiktiv, dann von zu Hause loszugehen, wenn ich meinen Bus gerade optimal kriege zum Beispiel. Und dann kann ich natürlich sagen, ist der jetzt gut, ist der nicht gut, ich kann es natürlich probieren. Oder ich rufe vielleicht meinen Kumpel an, der bei den Stadtwerken arbeitet und sage, hier, prüf das mal. Und er kann es halt tun. Das kann er mit meinem Algorithmus tun, aber er kann es nicht mit meiner Intuition tun, wenn man losgehen sollte. Das geht halt einfach noch nicht. Man kann es auch simulieren, das heißt, ich kann meinen Entscheidungsalgorithmus halt in simulierte Umgebung tun. Ich kann meine Algorithmen extrem schnell ändern, wenn ich zum Beispiel feststelle, aha, diese Art und Weise, Entscheidungen zu treffen, war doof, weil ich irgendwie in einem Monat Testphase sehr viel negatives Feedback und sehr wenig positives Feedback gesammelt habe. Dann kann ich mit quasi null Transitionskosten sagen, okay, der Algorithmus ist scheiße, den schmeiße ich weg, ich mache jetzt einen anderen. Das ist mit einem menschlichen Gehirn viel schwieriger, erlerntes und also Dinge, die ich halt häufig mache, einfach umzustellen. Das ist halt aufwendig und anstrengend und ist auch nicht immer erfolgreich. Und ich kann meine Algorithmen bewusst ändern. Ich habe halt nicht dieses komische, gefrickelte Update-Gehacke, dass ich irgendwie merke, ja, das war jetzt irgendwie scheiße oder das muss ich nächstes Mal anders machen. Das nächste Mal fällt es mir vielleicht noch ein, bevor ich denselben Fail wieder mache. Sondern ich kann halt sagen, okay, dieser Algorithmus ist kacke, weg ist er. Und dann ist er halt auch ganz weg. Oder ich kann sagen, dieser Algorithmus ist gut, den nehme ich jetzt und dann ist er halt auch ganz da. Das ist so ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Also wenn man irgendwie hier, wie heißt denn der? Das ist doch egal. Modern, also viele aktuelle, die ich so lese, Sci-Fi-Romane machen jedenfalls Leute, die halt irgendwie geuploadet sind und so, die machen halt lauter die ganze Zeit so Selbstmodifikationen. Die drehen aus irgendwelchen Slidern ihre Denkgeschwindigkeit hoch und runter und variieren ihre Entscheidungsalgorithmen und ihre Emotionen und all das. Und dann ist es halt alles in so einem Sci-Fi-Kontext, weil das geht ja alles erst, wenn ich Uploading habe, wenn ich halt ganze Gehirne simulieren kann. Ich behaupte, das ist Blödsinn, weil ich kann mich auch jetzt, wenn ich das möchte, mein Gehirn durch Beeinflussung durch die digitale Umgebung relativ stark an meine Algorithmen koppeln. Ich weiß noch nicht, wie doll das wirklich geht. Also ich bin halt momentan so ein bisschen am Experimentieren, wie weit man damit kommt. Ich habe da angefangen, wo wahrscheinlich viele angepisste Nerds angefangen haben mit ihren Entscheidungen.
man stellt halt fest, man tut Dinge zu spät. Und es ist dann irgendwann schon mal aufgefallen, dass das eigentlich vom Algorithmus her nicht so gut ist. Weil das verursacht halt total Stress und man hat halt irgendwann, weiß man so, ich muss irgendwie 30 Dinge tun und ich habe irgendwie noch einen Tag Zeit, sowas mache ich jetzt. Das ist halt uncool. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ist ja kein Problem, es hat bestimmt schon mal jemand dieses Problem gelöst. To-Do-Listen kennt man halt, tun wir es mal in die Suchmaschine unserer Wahl und gucken mal, was wir so finden. Man findet extrem viel. Und das deutet darauf hin, dass das Problem noch nicht so richtig gelöst ist. Weil halt irgendwie jeder ist immer wieder Neubaut und meistens ist schlecht baut und meistens ist auch zumindest für das, was ich bisher der Meinung bin, herausgefunden zu haben, nicht besonders sinnvoll baut. Lange To-Do-Listen generieren Stress, das ist, glaube ich, bekannt. So aus persönlicher Anschauung. Also habe ich mir die Frage gestellt, das muss doch besser gehen. Und weil ich halt Programmierer bin, einfach mal drauf losgehackt. Das war vor ungefähr 1,5 Jahren oder so. Also erstmal fällt einem natürlich auf, ja, das ist halt total fies, NP-komplex, weil ich habe halt irgendwie Zeit, die vergeht und ich habe Scheduling und da gibt es Paper, die sagen, das kannst du gar nicht richtig lösen, das ist halt exponentiell. Das geht dann halt nicht mehr, wenn du mehr als 10 To-Do-Listen-Items hast und 10 To-Do-Listen-Items kriege ich halt auch gerade noch irgendwie im biologischen Kopf ganz problemlos ausgewertet. Macht aber nichts, man kann so ein paar vereinfachende Annahmen treffen, zum Beispiel, dass die Aufgaben, die man erledigt, im Vergleich zur Gesamtlebenszeit kurz sind. Und das trifft halt so auf ungefähr jeden von uns, der nicht irgendwie eine Mondbasis plant, zu. Weil halt einfach, du verlierst dann halt irgendwie am Ende vielleicht einen Task, den du noch hättest erledigen können, der irgendwie 3 Tage gedauert hat. Und das ist dir halt einfach egal, so gemittelt über das Gesamtleben. Und dann kann man halt anfangen, sich weitere Gedanken darüber zu machen, wie so ein Algorithmus eigentlich aussehen müsste, wenn er gut ist. Was zum Beispiel sehr cool wäre, wäre, wenn ich keine Dinge anfangen würde, die dann mittendrin unterbrochen werden. Im Prinzip müsste dafür mein Rechner halt wissen, wann meine Termine sind. Aber naja, das kann ich halt auch machen. Also es ist ja technisch eigentlich kein Problem. Ich muss exportieren, importieren, dann habe ich sie. Oder ich pflege sie gleich in dem System. Ich kann sowas berücksichtigen, wenn ich das will, wie Context-Switch-Zeiten. Es macht halt irgendwie, es ist schwierig, wenn ich gerade irgendwie 3 Stunden lang Rant-Mails auf der Mailingliste gelesen habe, danach einen wissenschaftlichen Beweis zu schreiben. Das dauert einfach so ein bisschen, bis man wieder in Stimmung ist. Aber auch das kann man ja berücksichtigen. Man hat Erfahrungswerte, wie lange das dauert. Man kann auch so Ortswechsel berücksichtigen. Wenn ich halt gerade im Supermarkt bin, dann ist es halt super, einfach noch eine Milch dann mehr zu kaufen. Im Gegensatz zu, ich bin gerade auf der Om, dann ist es halt schwierig, noch eine Milch mehr zu kaufen. Dann wäre es bescheuert, wenn mein Algorithmus sagen würde, ja, du musst noch Milch kaufen. Weil ich das meine, ist halt auch eine spannende Information, aber bringt mir gerade gar nichts. Und so kann man halt immer weitermachen und sich überlegen, okay, was müsste eigentlich in den Algorithmus alles rein? Das habe ich halt irgendwie angefangen. Ich glaube, ich erzähle quasi vor dieser Slide und nach der anderen Slide einfach mal so ein bisschen frei. Und dann stellt sich relativ schnell das Problem heraus, dass wenn ich halt anfange, eine To-Do-Liste zu machen, die ist so ein bisschen berücksichtigt, habe ich immer noch das Problem, meine To-Do-Liste ist lang. Wenn ich halt meine To-Do-Liste öffne, wie das wahrscheinlich die meisten von euch tun, dann ist sie halt voll und es fühlt sich scheiße an, weil man noch 1000 Dinge zu tun hat. Das ist halt doof. Also hätte ich gerne meinen Algorithmus so gemacht, dass er mir sagt, welche Sachen ich jetzt machen will. Dann muss ich mir nicht um die anderen 99 nicht mehr kümmern. Das habe ich jetzt auch. Und ich mache das, also das habe ich zuerst gemacht. Das war noch relativ simpel. Da hat man sofort das Problem, ja okay, und welche Aufgabe ist jetzt gerade wichtig? Und dann ist halt kann man sich einfach Scheduling-Algorithmen nehmen, aber was ganz sinnvoll ist, und das ist so ein Greedy-Algorithmus, wie ich ihn auch gerade beschrieben habe, man kann halt sagen, okay, jede Aufgabe, die ich irgendwie erledige, da erwarte ich ein bestimmtes positives oder negatives Feedback davon. Also zum Beispiel, wenn meine Chefin sagt, hier, schreib das Paper zu Ende, und ich mache das nicht, dann ist es nicht gut. Das heißt, ich habe ein gewisses negatives Feedback, was eintritt, wenn ich es nicht mache, oder wenn ich es positiv formuliere, ich kriege ein gewisses positives Feedback gegenüber dem anderen Fall, wenn ich es erledige. Dann muss ich halt für alle meine Aufgaben eine einheitliche Einheit finden. Das ist nicht unbedingt trivial, aber das kann man mit ein bisschen Übung ganz gut machen. Dann weiß mein Rechner halt, okay, zur OM gehen und den Vortrag halten ist halt ziemlich toll, weil hier sitzen viele interessante Leute, man redet mit denen und andersherum, wenn ich jetzt hier einfach spontan nicht auftauchen würde, sind vielleicht irgendwelche Leute in der Orga pisst. So, also ist das nicht gut. Und dann ist die andere Frage, jetzt habe ich halt wichtige und unwichtige Dinge, aber das Problem ist zum Beispiel, wir elektronifizieren die Verwaltung der Stadt Braunschweig. Das wäre halt super cool, das wäre auch total toll, aber es ist halt nichts, was ich mal eben erledige. Es dauert vielleicht 10 Jahre oder so. Wenn ich jetzt halt damit jetzt anfangen würde, und das wäre immer meine wichtigste Aufgabe, weil das ja total am meisten Nutzen bringt, komme ich halt mit gar nichts voran. Und es macht deshalb viel mehr Sinn, also ich mache es jedenfalls momentan so und bin mit dem Algorithmus zufrieden, als mit dem, den ich halt vorher in meinem Hirn gemacht habe, also immer das auszuwählen, was halt am meisten Nutzen pro Zeit bringt. Das führt dazu, dass ich jetzt schon mal auf jeden Fall die ganzen Mini-Sachen, so du musst noch diese 3 Mails beantworten, einfach sofort erledige. Weil die halt irgendwie in 2 Minuten erledigt sind und selbst wenn die nur relativ wenig bringen, brauchen die halt null Zeit.
Das wird also typischerweise immer vor den richtigen Sachen geschedult, was sehr, sehr angenehm ist, weil das habe ich vorher immer total verkackt. Was man außerdem machen kann, man kann halt den Rechner dafür benutzen, einem eine effizientere Arbeitsumgebung zu schaffen, indem man sich absichtlich Unterbrechungen vom Leib hält. Also ich hatte das vorhin schon so ein bisschen lächerlich angedeutet mit den Leuten, die Pop-Up-Notifizierungen für ihr Twitter bekommen. Aber das ist schon, also man kriegt halt zum Beispiel Mails und dann kriegt halt irgendwo so eine Flagge hoch, wenn man ein altes Mailprogramm hat oder irgendwas ist fett oder es piept oder irgendwas jedenfalls. Oder man guckt auch einfach auf den Mailclient und sieht, oh, es sind wieder 3 ungelesene Mails, dann liest man die Mails und schon ist man aus seiner Beweisstrategie, die man sich gerade für sein Paper überlegt hat, total raus und kann halt irgendwie nochmal eine Viertelstunde so sinnlos vor sich hindenken. Was ich halt momentan mache, ist, ich priorisiere und zwar innerhalb der gleichen Prioritätsqueue quasi möglichst viele meiner Eingangskanäle, die ich sozusagen habe. Noch nicht alle, aber zum Beispiel mein Mail-Eingang. Der wird alle 10 Minuten durchsucht und da wird geguckt, wie viele Mails liegen da, von wem sind die, sind die an mich persönlich oder sind die eine Mailingliste und je nachdem wird halt eine Aufgabe erzeugt, liest deine Mails. Und je nachdem, was da drin ist, ist die halt mehr oder weniger wichtig. Und so rutscht sie in der Priorität ungefähr dahin, wo sie hingehört. Das funktioniert halt so lala, aber es funktioniert viel besser, als alle 3 Minuten auf die Mails gucken. Und es funktioniert halt trotzdem, dass wenn ich irgendwie eine Hallo, hier ist die Open Mind, bitte melde dich schnell zurück, Mail bekomme, dass ich dann halt irgendwie eine Stunde später antworten kann. Was ich halt normalerweise nicht tun würde, wenn ich gerade mein Paper schreibe, weil es gibt halt nicht so viele Dinge, die Paper unterbrechen. Man kann halt auch unnützes Zeug ausblenden, das machen aber die meisten, irgendwie Mailfilterung und so. Ich habe das aus Versehen übersprungen, was super wichtig ist, man muss dann halt auch ein bisschen ehrlich mit sich selber sein. Und es gibt halt zum Beispiel Leute, das sind keine Trolle, aber die sind halt nicht wichtig. Und die sind halt wirklich nicht wichtig. Und ob ich von denen eine Mail bekomme oder nicht, ist mir halt fast egal. Das Problem ist, das kann ich denen halt nicht ins Gesicht sagen, so hallo, du, der mich so ein bisschen kennt und ich dich kenne ich auch so ein bisschen, du bist halt irgendwie einer von 1000 Piraten, die mich, naja, du bist halt auch Pirat, interessieren. Das kann man halt Leuten nicht sagen. Aber wenn ich einen Algorithmus konfigurieren will, sodass der das so tut, wie ich das will, dann muss ich das halt irgendwo genauso hinschreiben. Dann steht da halt irgendwo, ja, diese 10 Piraten meinetwegen sind halt wichtige Piraten für mich persönlich und implizit der Rest halt nicht. Und das war ganz witzig. Also ich habe das irgendwann mal, das war vor einem halben Jahr oder so, halt getwittert, als ich einen Algorithmus geschrieben habe, so, hallo, ich habe jetzt irgendwie meine Auswahl getroffen von Leuten, die ich höher ranke. Also, bin ich dabei? Sag ich dir nicht. Weil, das würde man auch normalerweise nicht sagen. Diese Frage kann man eigentlich, also man kann diese Frage einer Person natürlich auch stellen, die es quasi in ihrem Gehirn auswertet, aber zum einen bekommt man niemals eine ehrliche Antwort und zum zweiten weiß man es meistens auch nicht, weil es eh unterbewusst abläuft, ob ich auf jemanden priorisiert reagiere oder nicht. Oh ja, und was auch ganz toll ist, man kann halt seinen Information Overload, der irgendwie, von uns jetzt nicht, aber es gibt ja so Leute, die sagen, ja, Information Overload wird uns irgendwann alle töten, weil so schnell wie die Informationen ins Internet gehen, dann können wir sie gar nicht auswerten. Naja, ich bin halt theoretisch damit in der Lage, halt nicht 60 Byte, sondern irgendwie so 6 MB pro Sekunde, 6 MB pro Sekunde, was halt meine DSL-Leitung so maximal hergibt, zumindest oberflächlich vorzufiltern und halt irgendwie das 100.000-fache an Informationen erstmal zu fräsen und halt zu gucken. Natürlich habe ich dann immer noch eine gewisse False-Positive, False-Negative-Rate, das ist halt nicht so gut, aber die Gesamtmenge Informationen, die ich verarbeiten kann, ist halt sehr viel größer. Oh ja, ich habe gerade ich gesagt, was ganz gut ist, weil es halt auch die Frage aufwirft, ich hoffe, es ist die nächste Slide. Oh, schade, ja, dann sage ich das gleich. Dann ist die andere Frage, die ich zuerst erwerten will, ja, wie mache ich denn diese Kopplung zwischen sozusagen meinem biologischen Gehirn und Körper, der normalerweise alle Entscheidungen trifft und auch meine ganzen Muskeln steuert und diese Dinge, und einem Entscheidungsalgorithmus, den ich auslagern will. Weil das Problem ist halt, ist ja schön, wenn jetzt mein Rechner sagt, ich sollte etwas tun, aber ich habe vielleicht keinen Bock. Also das ist halt so das klassische Problem und das fehlt auch immer mal wieder. Es wird seltener und was ich total spannend finde, es funktioniert extrem gut in Stresssituationen. Das hätte ich niemals gedacht. Das ist halt in dem Moment, wo ich merke, okay, irgendwie die Menge an Dingen, die ich jetzt eigentlich in meinem Kopf behalten müsste und tun müsste, wird groß. Dann fange ich halt an und gehe auf jeden Fall in den Rechner und mache einfach, was der sagt. Das ist total praktisch, man muss sich einfach genau keine Gedanken darum machen. Dann funktioniert es ganz großartig. Mäßig funktioniert es so normalerweise und manchmal funktioniert es auch einfach gar nicht. Also wenn ich halt irgendwie eine Nacht durchgemacht habe und dann morgen aufwache oder halt auch nicht und irgendwie denke, Kaffee, dann ist es halt egal, ob der Rechner sagt, ja, du musst dein Paper schreiben. Das passiert dann halt trotzdem nicht. Und dann ist halt die Frage, ja, wie kann ich diese Bindung verstärken? Also mal ausgehend von den anderen, ich will das, was ich ja behaupte. Dann ist die Frage, wie kann ich quasi diesen Feedback-Zyklus möglichst gut funktionierend machen? Wie kann ich diesen Einfluss möglichst so stark machen, dass ich halt auch tatsächlich vergleichsweise Autonomie habe bei der Auswahl des Algorithmus? Gut, einmal kann ich natürlich das ganz klassisch machen. Ich kann halt intrinsische und extrinsische Motivation irgendwie machen. Ich kann halt sagen, okay, ich habe jetzt meine Aufgabe erledigt, das fühlt sich halt irgendwie gut an. Und ja, das funktioniert natürlich auch. Deshalb funktionieren auch To-Do-Listen voll toll, wo man durchstreichen kann.
Ich könnte natürlich, das mache ich nicht, weil ich euch nicht nerven will, solche tollen Sachen sagen wie, ja, ich habe jetzt mein Paper fertig geschrieben und das könnte ich halt auch alles automatisieren, dann könnte ich irgendwie soziale Anerkennung dafür ernten oder Gelächter, weil ich die ganze Zeit Blödsinn twittere. Aber im Prinzip könnte ich mir halt sowas schon ausdenken, was irgendwie soziales Zeug generiert, dafür, dass ich fleißig bin. Das geht sicherlich, wenn man sich Mühe gibt. Ja, ich habe kein Facebook, weil aus Gründen. Aber ja, ja, klar. Ja, was man halt dann auch machen kann, oder war das eine Frage, oder? Okay. Was man halt auch machen kann, ist, man kann dann Eingriffe in die digitale Umgebung machen, die man normalerweise in der physischen Umgebung so nicht hätte. Man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass man sehr hohe Hürden hat, das Falsche zu tun, das, was der Algorithmus nicht will, und dem biologischen Körper sehr niedrige Hürden dafür geben, das zu tun, was der Algorithmus will. Also zum Beispiel, und das ist fertig implementiert, das funktioniert ganz hervorragend, wenn meine aktuelle Aufgabe mit Mails nichts zu tun hat, dann sehe ich meinen Mail-Client nicht und ich kann da auch nicht einfach so hinswitchen. Ja, ich bin trotzdem root, natürlich kann ich den alles runterkicken und meinen Mail-Client aufmachen. Ich kann das schon, wenn ich das will. Aber es ist halt viel schwieriger. Vorher musste ich irgendwie Alt-F2 oder so drücken, dann war ich halt da. Wenn ich jetzt Alt-F2 drücke und ich bräuchte eigentlich gerade keine Mail, dann gibt es halt kein Mail. Dann beschäftige ich mich vielleicht mit der Sache, die ich eigentlich tun sollte. Und umgekehrt, wenn da steht, bearbeite das Redmine-Ticket der Fraktion, dann drücke ich eine Tastenkombination und dann öffnet sich das Redmine-Ticket der Fraktion vor meiner Nase und dann kann ich es direkt tun. Und ich muss nicht meinen Browser wechseln, das Twitter zu machen, was immer nicht funktioniert, dann das Redmine annavigieren und so weiter. Und was ich noch nicht implementiert habe, aber was ich wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau wann, weil das ist irgendwo unten in der Queue, erledigen werde, ist, man kann natürlich auch noch krasser manipulieren mit Absicht. Man kann halt relativ schnell feststellen, dass es irgendwie emotionale Stati gibt, die für bestimmte Aufgaben total gut und total schlecht sind. Und die kann man natürlich auch beeinflussen. Das machen die Menschen seit Jahrtausenden mit Musik und mit Bildern. Und die kann ich natürlich automatisiert, beziehungsweise vorkonfiguriert, auswählen, starten, beenden und so weiter. Das heißt zum Beispiel, okay, das hieße, wenn ich halt zum Beispiel eine Aufgabe habe, die, warum auch immer, extreme Priorität erfordert, sowas wie, der Server, für den ich verantwortlich bin, ist gerade ausgefallen, du musst jetzt irgendwie das Backup-System fixen, dann würde es Sinn machen, oder es kann Sinn machen, irgendwie laute, krasse Agro-Musik einzuspielen, damit der Adrenalin-Level schnell hochgeht und ich einfach mich sofort konzentrieren kann. Das geht im Prinzip. Momentan muss ich die Musik noch per Skript starten von Hand und theoretisch könnte ich das auch automatisiert tun. So, du hattest eine Frage. Ja, ich versuche mir das gerade in der Praxis vorzustellen und ich sehe ein, dass das sehr praktisch ist, wenn ich jederzeit irgendwie sofort zu dem Task komme, den ich machen soll, aber ist dann nicht das Einpflegen der Tasks relativ aufwendig und prokrastiniere ich das dann nicht weg? Nein, denn das kannst du vollständig automatisieren, das erzähle ich gleich. Okay. Genauso könnte ich auch mit Algorithmen, das habe ich noch nicht implementiert, gezielt Filterblasen sprengen, also vor allem meine eigene halt. Wenn ich bewusst die Entscheidung treffe, Filterblasen sind kacke, ich will auch andere Meinungen sehen, dann könnte ich ja, also habe ich immer das Problem, ich kann jetzt irgendwie durch die Blogosphäre surfen oder irgendwie auf Reddit suchen und so und halt mich gezielt irgendwie in reaktionär, republikanisch-christische Foren bewegen, um halt möglichst viel Kontrameinung zu kriegen. So, das mache ich halt auch irgendwie zweimal und ist auch witzig, aber irgendwie merke ich halt, die trollen mich die ganze Zeit und es wird halt unangenehm, dahin zu gehen. Und natürlich baut mein Gehirn relativ schnell eine Schranke auf, weil es in der normalerweise auch keinen Sinn macht, sich die ganze Zeit in der falschen Tribe irgendwie rumzuhängen. Was ich aber tun kann, ist, wenn ich eh Entscheidungen ausgelagert habe, kann ich einen großen Teil dieser unangenehmen Entscheidung zumindest aus dem Aktionsbereich des biologischen Hirns rausnehmen und halt einfach sagen, okay, du guckst dir einfach jede Woche dieses Forum an. Und weil ich es so gewohnt bin, dass ich einfach den obersten Task mache, wird das dann auch ungefähr jede Woche passieren. Und da habe ich halt nicht das Problem, dass ich mich sukzessive quasi dem abgewöhne, weil ich die Entscheidung ganz bewusst treffen kann oder halt auch ganz bewusst nicht treffen kann. Aber wenn ich sie einmal getroffen habe, kommt nicht irgendwie so ein komischer evolutionärer Hack daher und macht sie wieder kaputt. Das passiert dann halt nicht. Was man theoretisch auch tun kann, das kann es leider noch nicht, aber das kommt auch irgendwann, wenn ich zu viel Zeit haben sollte, beziehungsweise wenn die Priorität richtig ist. Das ist kein Witz, also steht da halt irgendwo drin. Was mich unendlich aufregt, ist, dass es total schwierig ist, N Leute zu synchronisieren. Es kann doch nicht so schwierig sein, einen Termin zu finden, an dem eine Menge von Leuten Zeit hat. Also am Anfang war es ganz schlimm und dann hat jemand kluges Doodle davon und dann war es nur noch ziemlich schlimm. Das ist total unnötig, weil wenn mein Rechner weiß, wie mein Terminkalender aussieht, mein Rechner weiß auch, wer mir wichtig ist, dann kann er einfach ausrechnen, an welchen Terminen es sinnvoller wäre, sich mit dieser bekannten Menge Leute zu treffen, anstatt etwas anderes zu tun. Und das kann auch jeder der Rechner der anderen im Prinzip tun. Dann können sie sich das einfach ausdenken, wenn der Termin sein soll. Und wenn er ist, dann erfahre ich das, dann gehe ich dahin. So, dann müsste ich mich eigentlich überhaupt nicht drum kümmern. Muss ich momentan.
Was man halt momentan als Übergangslösung tun könnte, wäre halt so eine Art Doodle-Sync, der halt einen Doodle-URL nimmt und kontinuierlich hoch und runter upgradet, sodass es für die anderen immer passt. Ja, es macht total Sinn, halt in Übergangsphasen Interfaces in normale soziale Interaktionen zu machen, weil es sonst nicht geht. Ja, man kann auch theoretisch Arbeitsteilung machen zwischen verschiedenen Leuten, die das nutzen, dass ich quasi sage, okay, ich habe ja eine bestimmte Menge Aufgaben, es ist egal, ob ich die erledige oder jemand anders. Also so einkaufen wäre super der Klassiker und vielleicht sogar kommerziell ganz sinnvoll, dass ich halt sagen kann, okay, ich brauche noch einen Liter Milch und ein Stück Käse. Und irgendjemand anders, der mich kennt, der eh beim Supermarkt ist, sieht, ah, bring noch ein Stück Käse und einen Liter Milch für Jens mit, du wohnst eh in der Nähe. Im Prinzip spricht da nichts gegen, außer dass ich halt den Leuten vertrauen muss und die natürlich kontrollieren, also ich persönlich jedenfalls, habe den Bedarf, dass ich auch kontrollieren möchte, welche Aufgaben ich dieser Art quasi freigebe oder veröffentliche und dann wen. Aber das kann ich ja im Prinzip tun, theoretisch kann ich das natürlich auch automatisieren, wie alles. Und außerdem kann man, das finde ich für die Politiker unter uns ganz interessant, auch Transparenz, was so Termine und Lobbying-Termine und noch so ein paar Sachen angeht, ganz schön machen. Also ich kann sowohl mit unglaublich wenig Aufwand meine Termine, meine To-Dos, wann habe ich bestimmte politische Schritte getan, veröffentlichen, weil ich sie eh in einem digitalisierten System habe. Da muss ich eigentlich nur den Haken setzen, ja, tue es noch auf meine Webpage. Und ich kann sogar im Prinzip meinen Entscheidungsalgorithmus in gewissen Bereichen öffentlich machen. Ich kann sagen, hallo Leute, wenn ich eine politische Entscheidung treffe, wäre dies der Algorithmus. Das kann ich momentan nicht, weil die politischen Entscheidungen viel komplexer sind als dieses To-Do-Scheduling und ich deshalb keinen Algorithmus habe. Aber vom Prinzip her spricht da eigentlich nichts gegen. Ja, und sofern die Entscheidungsalgorithmen öffentlich sind, kann man natürlich auch vergleichsweise einfach, weil man sie simulieren kann, prüfen, ob ich die dann auch anwende. Das ist natürlich super einfach zu lügen und zu sagen, ja, ich mache hier diesen Algorithmus, der mir den Weltfrieden will zumindest oder es versucht und halt irgendwas ganz anderes machen, weil ich irgendwie von Big Corp ganz viel Dollars kriege. Aber es fällt halt ziemlich schnell auf, weil jeder andere kann im Prinzip auch gucken, was müsste der denn machen, dieser Algorithmus, und wo weiche ich dann davon ab. Was man auch machen kann, man kann halt auch, das geht mit Algorithmen viel einfacher, gegenseitig überprüfen, ob die Algorithmen so handeln, wie der eigene Entscheidungsalgorithmus das gerne gebrauchen könnte. Also quasi automatisiert herausfinden, ob andere Menschen sich für mich sinnvoll verhalten, ob ich zum Beispiel mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Und im Prinzip spricht auch nichts dagegen, sobald ich das herausgefunden habe, das irgendwo in diesem Scheduling-Zyklus zum Beispiel für deren Aufgaben auch herauszufinden, sodass ich merke, hier hat jemand einen Algorithmus gewählt, der ist meinem unglaublich ähnlich, vielleicht hat er ihn auch einfach kopiert, deshalb weiß ich, dass er gleich handelt. Und er hat ihn ähnlich konfiguriert, seine Ziele sind also meinen Zielen vielleicht ähnlich und er hat eine Aufgabe, die er an die Welt ausgeschrieben hat, die er gerne erledigt haben möchte. Dann kann ich das einfach tun und weiß, auf diese Weise werden auch meine Ziele mitverwirklicht, obwohl ich auf diese Idee nie gekommen war. Und ich muss mich um nichts kümmern aus dem letzten Schritt. Im Prinzip jedenfalls. Andersrum geht das natürlich auch. Ja. Das ist so das einzige Risiko, was ich mal kurz ansprechen will, weil ich das so ein bisschen unheimlich finde, selbst mit dem, was ich bisher nur mache. Es ist halt in der Praxis, wenn man ein guter Hacker ist, wahrscheinlich möglich, Dinge aus meinem To-Do-System zu killen. Und dann sind sie halt weg. Sie sind zwar in meinem Backup, aber ich würde es niemals finden, weil ich mich vollständig darauf verlasse, wenn ich eine Sache da eingebe, dann taucht die irgendwann wieder auf. Außer sie ist so unwichtig, dass halt immer wichtigere Dinge sind. Das ist dann halt Pech für die Aufgabe, das ist auch in Ordnung, das will ich ja so. Aber jemand könnte, wenn er alle Knoten findet, auf denen die Backups liegen und in denen sie sich synken, diese Aufgabe löscht, dann ist sie weg. Und dann will ich mich auch nicht daran erinnern, weil ich weiß es tatsächlich nicht, was die nächste Aufgabe ist, die mein Rechner mir geben wird, sobald ich zu Hause bin und gucke. Das ist halt ein bisschen unheimlich. So. Ja, was man halt machen kann, ist klar, man kann irgendwie Backups machen, man kann es halt verschlüsseln. Verschlüsseln tue ich, Backups tue ich. Ich mache meine Backups auch offsite, damit nämlich nicht, wie bei Tante es befürchtet, wenn die Polizei mal schnell beschlagnahmt, ich an meinen Daten nicht rankomme. Ich bin da so ein bisschen Aluhut-mäßig und ja, es gibt halt irgendwie Micro-SD-Karten von mir irgendwo anders in der Stadt, wo halt die wichtigen Sachen drauf sind. Theoretisch müsste man halt auch regelmäßig abgleichen, weil Löschungen sind halt total schwierig zu finden. Das mache ich momentan nicht. Eigentlich ist es unglaublich dumm. Aber letztlich ist das Risiko nicht so hoch, weil es gibt einfach kein allzu realistisches Angriffsszenario, dass ich sage, okay, jemand targetet mich jetzt persönlich, weil ich einer bin, der halt sein To-Do-System irgendwie online hat. Also es wird vielleicht spannend mit standardisierter Software, aber nicht bei dem Frickelkram, den ich gerade verwende. Weil es einfach der Aufwand ist, man müsste mich halt erstmal als Ziel überhaupt wollen und dann hat man halt noch Aufwand, das ist alles komisch. Ja, und da hat ja irgendwie das Bundesverfassungsgericht irgendwie das Grundrecht auf digitale Intimsphäre definiert, aber das hatten wir ja bei Tante alles schon erzählt, dass es halt, wenn man so weit geht, dass man halt irgendwie das, was die meisten Leute als typisch persönliche Entscheidung bezeichnen würden, irgendwie auf einen Algorithmus und einen Rechner auslagert, dann muss man halt all das zwingend fordern, was Tante will. Aber ja, das hatten wir schon halt. Ja, und dann vielleicht noch ganz kurz das, was momentan halt real existiert. Da oben ist ein URL, da könnt ihr euch den sowas angucken. Von den Algorithmen, nicht von der Konfiguration übrigens, also da steht dann halt irgendwie, da gibt es einen Include von einer Secrets-PM und da stehen halt tolle Dinge drin, die ich euch nicht erzählen werde, weil ich halt der Meinung bin, das geht halt nur mich etwas an und mich heißt in dem Fall dann auch die Rechner, die halt zu mir dazugehören.
insgesamt benutze ich jetzt so diese Art von System seit ungefähr einem Jahr. Habe vor 6 Monaten halt mal einen kompletten Rewrite gemacht, weil das alte war irgendwie eine Textdatei und größere Mengen komischer Shell-Skripte. Und jetzt gibt es halt irgendwie einen komischen Haufen Perl-Skripte und vor allem ein Android-Ding, was irgendwie damit interface. Dass wenn ich jetzt hier auf der OM rumrenne, ich weiß nicht, manchmal passiert das, Leute reden mit mir und ich zücke irgendwie mein Handy, tippe ein bisschen drauf rum und tue es wieder weg. Das war dann gerade, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich euch mit einer bestimmten Priorität später ansprechen will. Manche werden das wahrscheinlich irgendwann merken in den nächsten paar Tagen, vermutlich. Und das ist halt super praktisch, wenn man einfach immer ein Interface hat in das System rein und raus. Weil sonst bringt es halt nicht ganz so viel, wenn man sich jetzt gerade so nach einer Veranstaltung halt doch 10 Sachen merken muss. Das ist nicht so cool. Erst recht nicht, wenn man ja digitale Demenz bla bla natürlich geübt hat, nicht mehr geübt hat, das auch zu tun. Aber das finde ich jetzt wenig kritisch. Ich habe halt relativ wenig Filter, also ich habe nur ganz wenige Leute wirklich in totalen Mail-Filter-Kill, aber extrem viel Priorisierung. Es gibt halt ganz viele Stellen, wo ich halt irgendwie sage, okay, ich habe hier eine Aufgabe, die ich automatisiert bewerte, dass sie unwichtig ist. Und das passiert dann halt irgendwie, wenn ich zufällig 3 Wochen Urlaub hatte und meine Frau hatte vielleicht eine wissenschaftliche Konferenz und irgendwie in der Uni war nichts los, dann kann es halt passieren, dass ich irgendwie so durch die hochpriorisierten Aufgaben irgendwie mal durchkomme und dann kommt halt so Stuff, der halt so mäßig relevant ist, aber wenn ich eh gerade nichts Besseres zu tun habe, kann ich das eigentlich auch mal erledigen und dann passieren halt auch mal irgendwie, ich lese die Mails von damals auf der Mailingliste oder so. Ich habe ja gesagt, funktionieren tut die Kopplung zwischen Algorithmus und quasi Biologie vernünftig über die Modifikation der digitalen Umgebung und da bin ich halt momentan immer mal wieder dran, irgendwie mehr Feedback-Schleifen zu bauen. Was ich vorhin schon sagte, mit dem Window-Manager ist das halt integriert. Also er weiß halt bei vielen Aufgaben, nicht bei allen, aber bei vielen, welche Arten von Programmen brauche ich dazu und blendet die halt aus und ein, so wie es sich gehört. Also wenn halt irgendwie steht, schreibe einen Beweis, dann geht zum Beispiel auch mein Webbrowser weg, weil dann ist immer die Gefahr, dass ich irgendwie random im Internet surfe. Es geht viel besser, wenn das nicht geht. Webbrowser, das meint sowas wie zum Beispiel, ich drücke eine Tastenkombination und das Fraktionsthread mein geht auf oder der Blogartikel geht auf, den ich noch lesen wollte, all solche Dinge. Mail, kennst du, hatte ich schon erzählt, ich analysiere halt, was drin liegt, entscheide, wie wichtig das ist und tue mir dann die Aufgabe irgendwo rein und update die auch kontinuierlich und so. Was auch sehr praktisch ist, ich bin ja auch im Kommunalparlament aktiv, wir haben da halt irgendwie einen Redmine in der Fraktion und auch da entstehen quasi für mich Aufgaben. Da sind andere Leute, die sagen, hier, wir haben einen Brief von einem Bürger bekommen, wie steht die Piratenpartei-Fraktion politisch zu dem Schutz irgendeiner seltenen Schmetterlingsart, die unsere Straßenbäume frisst. So, das muss irgendjemand beantworten, das bin manchmal ich, weil irgendein Witzbold hat es im Redmine auf zugewiesen geklickt. Und damit ich natürlich nicht dauernd ins Redmine gucken muss, ziehe ich mir das automatisch und wenn ich halt irgendwie sehe, aha, das ist irgendwie eine Bürgeranfrage, dann ist das natürlich total hochpriorisiert. Wie gesagt, Ehrlichkeit und Antworten und so. Also jedenfalls wird es dann irgendwo in die To-Do-Queue eingefügt und typischerweise fängt es damit an, dass wer auch immer das eingepflegt hat, nicht weiß, wie man eine Zeit schätzt und deshalb keine eingeben hat und mein To-Do-System sagt mir typischerweise, okay, du brauchst irgendwie 10 Sekunden, um meine Zeit zu raten, tu es. Dann öffne ich das Redmine, rate meine Zeit da rein und dann wird es halt vernünftig mit der Zeitschätzung und der Priorisierung und der Wichtigkeit dieses Projektes irgendwo in die Queue eingefügt und normalerweise so innerhalb von 0 bis 3 Tagen auch bearbeitet. Was habe ich bisher so an Auswirkungen davon gemerkt? Weil es ist klar, wenn ich halt irgendwie anfange, Teile der Entscheidungsprozesse aus meinem Hirn irgendwie auf Rechner auszulagern, trenne ich zum Beispiel ganz massiv irgendwie die Zentren, die für Stress und so zuständig sind, von den Zentren, die merken, ob die Vorbedingungen vorliegen, weil irgendwie, oh, ich habe 500 Tasks, erreicht halt mein limbisches Zentrum eher nicht so, außer ich gucke nach, aber ich bin ja nicht bescheuert. Es ist also super entspannte Freizeit, so ist meine Erfahrung, also wenn ich halt zu dem Schluss komme, okay, für heute ist halt genug gearbeitet oder aha, die Priorität der nächsten Aufgabe ist so niedrig, dass sie irgendwie andere schöne Dinge nicht mehr irgendwie übersteigt, dann sage ich halt, okay, tschüss, Scheduling-System, ich bin jetzt weg. Und dann ist man halt sofort den kompletten Kontext los. Man hat halt nicht irgendwie noch im Kopf, oh, ich muss eigentlich noch bis übermorgen die 3 Sachen machen. Ich weiß nicht, welche 3 Sachen ich noch bis übermorgen machen muss, und das ist mir total egal. Das ist halt mega entspannt. Das hier ist halt die Kehrseite, Termingedächtnis, aha. Aufgaben, gib mir ein Handy. Ist halt, man verliert natürlich die Übung da drin, ja, das merke ich auch, aber ich finde es auch total unkritisch. Weil die Infrastruktur ist halt hinreichend redundant und ich gehe auch fest davon aus, wenn sie grundsätzlich ausfallen sollte, gewöhnt man sich das so recht schnell wieder an. Aber das merkt man halt schon. Und was ich sehr positiv finde, man hat sehr effiziente Arbeitsphasen. Weil man halt die Dinge in der richtigen Reihenfolge tut, man sich, ab und zu verifiziere ich das mal spaßhalber, aber die Priorisierung ist erstaunlich vernünftig. Man hat halt das Gefühl, man macht sinnvolle Sachen, man kann wirklich sinnvolle Sachen beginnen, sinnvolle Sachen machen, sinnvolle Sachen abschließen. Dann ist sie halt zu Ende und man wurde nicht unterbrochen und nichts. Kommt die nächste sinnvolle Sache, die macht man auch ungestört
dann irgendwann kommt mal ein Slot mit Lies deine Mails, dann macht man das, dann ist man fertig, dann braucht man sich darum nicht mehr kümmern, dann kommt die nächste sinnvolle Sache, die macht man dann auch. Und das kann sehr, sehr effizient sein. Wie gesagt, gerade eine Stresssituation ist das einfach total der Bringer. Ja, Ende der Slides. Gibt's Fragen? Also erstmal vielen Dank für den super Vortrag. Du hattest am Anfang gesagt, das könnte man mit mehreren Leuten ausprobieren. Hast du da schon mal was rumexperimentiert? Nee, ich habe bisher noch nie mehr, also ich habe mal mit einem Kumpel drüber gesprochen. Der hatte keine Zeit, sich irgendwie auch mal so ein System zu bauen. Ich bin großer Verfechter, weil, also ich würde halt sagen, meine Person geht quasi bis zu der Kante, wo ich meine Algorithmen selber bestimmen kann. Und deshalb ist es halt nicht, wäre es nicht sinnvoll, so einfach von meiner Idee her, dass ich ihm jetzt sage, okay, nimm einfach meinen Code und mach es auch so. Weil das wäre, also es wäre im Prinzip bescheuert, weil ich ja ihm quasi damit meine Entscheidungsmoral aufdrücken würde, was eigentlich nicht geht in diesem Konzept. Also ich kann es natürlich technisch tun, aber ich finde es merkwürdig in einer gewissen Weise. Wenn irgendjemand sagt, hier, ich will das auch ausprobieren, sofort her, schreibt mich auf Twitter an. Begeisterung. Also ich suche unbedingt nach Leuten, die das mal mit ein paar, also ich hätte gern so Größenordnung 3 bis 7 oder so, wo man das halt mal im relativ kleinen Kreis ausprobieren kann, wie gut Interaktion damit funktioniert. Also wie gut ich halt zum Beispiel Aufgaben hin und her schieben kann und all das. Aber dafür müssen es halt mehrere Leute benutzen. Nochmal kurze Frage zur Voraussetzung. Welcher Window-Manager und... Also ich habe WMII, das ist irgendwie von Suckless so ein komisches C-Gehacke, was man aber halt per Skripten konfigurieren kann. Ansonsten Android ist halt das Kram für den Handyteil, Perl in irgendeiner Version, bla. Aber das ist alles keine Magie, also das ist jetzt nicht, dass es ein riesen Software-Framework ist. Das ist alles eigentlich total simpel und kann man ähnlich, also von der Idee her gleich, aber komplett anders auch problemlos implementieren. Ich stelle nur noch eine Frage. Die Entscheidungsalgorithmen, kannst du da vielleicht mal kurz was zu sagen, inwiefern die in dem System drin sind? Also, ja, also was es momentan gibt, ist, also okay, ich habe mehrere Eingabequellen, wo ich quasi jeweils mit einem eigenen Skript regelmäßig reingucke. Im Prinzip ist das Polling, jetzt stinkt so, aber weil die Systeme das meistens am einfachsten supporten, naja, außerdem ist es für mich ja quasi kostenlos, Rechner gibt es viele, wo ich automatisiert quasi Eingabedaten nehme und nach relativ simplistischen Regeln bewerte. Also Redmine ganz konkret zum Beispiel, da gibt es irgendwie 5 Prioritätsstufen und ich habe einfach jeder dieser 5 Prioritätsstufen fix zugeordnet, eine Utility-Menge quasi, wie gut das ist, diese Aufgabe zu erledigen. Und dann gibt es im Redmine ein Zeitfeld, das muss normalerweise ich schätzen, weil es sonst irgendwie keiner vernünftig macht und auch irgendwie vergisst, keine Ahnung. Das ändere ich dann halt und dann habe ich quasi meine Zeit und meine Utility. Und das mache ich entweder von Hand bei den anderen Aufgaben oder zum Beispiel bei den Mails automatisiert nach relativ simplen Regeln. Das ist auch total billig. Wie ich sagte, wer es geschrieben hat, ob es an mich geht, manchmal noch wie lange ist es, aber das ist auch alles simpel. Und im Prinzip nehme ich dann ganz einfach halt die Utility pro Zeit von den Aufgaben. Momentan ist es so, glaube ich, immer nur, einfach nur das. Und es wäre einfach, und das wird demnächst wahrscheinlich auch mal passieren, die Aufgabe, die vom Zeitslot quasi noch passt, bevor eine höhere priorisierte Aufgabe passiert. Sodass man halt nicht dieses Problem hat der spontanen Unterbrechung von wichtigen Aufgaben. Du hast gesagt, wenn du zu deiner Freizeitphase kommst, schaltest du das Ding ab. Mhm. Hast du schon mal überlegt, auch das zu nutzen, um irgendwie für die Freizeit... Ein Tweet von mir, der sagte wie folgt, mein Rechner hat mich soeben daran erinnert zu essen und in der Tat, der hatte recht. Ja, das habe ich. Das mache ich auch. Wobei halt Freizeit, es gibt halt irgendwie Freizeit und Freizeit. Also gerade als Pirat ist halt ein Großteil meiner Freizeit, ist halt Politik. Und dann gibt es halt irgendwie noch Freizeit, so mit Leuten sich betrinken gehen. Da bringt dir halt so ein System auch nicht so viel, weil das ist halt so super klassisch soziale Interaktion. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, da ist man auch relativ weit davon weg, echte und sinnvolle soziale Interaktion so zu automatisieren. Also grundsätzlich und möglich ist das nicht. Zum Beispiel, man könnte problemlos, denke ich, einen Großteil der Mailinglisten-Mails vollautomatisch beantworten oder eben wegschmeißen. Aber wenn ich halt mich mit Kumpels betrinken gehe, da will ich halt auch irgendwie inhaltlich noch, also jedenfalls bis zu einem gewissen Zeitpunkt, inhaltlich sinnvoll kommunizieren. Und das ist dann halt schwierig. Aber so für einige Sachen in der Freizeit mache ich das durchaus und ich werde demnächst vermutlich auch in den Algorithmus eine Komponente einbauen, die bestimmte Dinge zum Beispiel regelmäßig scheduled. Also ich meinte jetzt halt auch so Sachen wie
ja, Dinge, die einfach überhaupt nicht wichtig sind, aber halt, die ich mit einem gewissen Interesse einfach mal irgendwann machen will. Ja, also es gibt da zwei Sachen. Also zum einen kann man natürlich auch dieses, zum Beispiel, ich will Dinge lernen, völlig in den eindimensionalen Kontext von, wie gut ist es, wenn ich das abgeschlossen habe, stecken. Das mache ich auch ganz brutal. Also gibt es halt ein Buch, das will ich mal gelesen haben, dann sage ich, wenn ich glaube, wenn ich das gelesen haben hätte, dann wäre es so viel besser, als wenn ich das niemals lesen würde. Und dann kriege ich das einfach diesen Wert. Was man außerdem machen kann, es gibt halt Dinge, die machen mehr Spaß, wenn man sie längere Zeit nicht gemacht hat. Ist zum Beispiel sich mit Kumpels betrinken. Das ist halt sinnvoll, wenn man es manchmal macht. Ist nicht so sinnvoll, wenn man es halt irgendwie kontinuierlich macht. Und im Prinzip ist auch diese Regel vergleichsweise einfach algorithmisierbar. Ich kann halt sagen, okay, ich habe es zum letzten Mal da gemacht und es gibt halt einen gewissen Anstieg der Nützlichkeit von Dingen, die ich eine gewisse Zeit nicht gemacht habe. Auch zum Beispiel arbeiten gehen ist so ein Ding. Alle meine Arbeitgeber sind zum Glück sehr flexibel, deshalb kann ich das mit den Piraten auch in dem Ausmaß machen, wie ich tue. Und dann müsste ich, und das habe ich momentan nicht, und das ist auch immer mal wieder ein bisschen ärgerlich, weil ich es dann bewusst entscheiden muss und es super anstrengend ist, muss man eigentlich so eine Ramping-Funktion halt haben, die sagt, okay, du warst jetzt irgendwie 2 Tage nicht da, geh mal wieder hin, weil sonst ist es halt irgendwie kacke. Aber auch das ist ja keine, ich meine, diese Regel zu algorithmisieren ist super trivial. Verstehe ich das jetzt richtig? Also du, wenn du einen neuen Task anlegst, ordnest du den eigentlich nur einer dieser Sachen zu? Das heißt irgendwie, Fraktionsredmine hast du irgendwann mal hart da reinkodiert und das kennt es jetzt und dann sagst du einfach irgendwie Redmine, beziehungsweise in dem Fall machen das andere für dich. Du gibst eine Zeit an und du sagst, das ist so viele Einheiten gut. Im Prinzip. Genau, man könnte das mathematisch reduzieren. Ich nehme an, darauf willst du hinaus, oder? Ja, also mich interessiert diese Quantifizierung von gut. Mhm. Wie intuitiv wird das, wenn man das eine Weile gemacht hat? Weil ich hätte jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten, irgendwie die Gratifikation, die ich von Paper schreiben bekomme, mit der Gratifikation von Pizza bestellen, auf einer Skala irgendwie miteinander zu vergleichen. Ja, also bei Pizza bestellen hast du natürlich das Problem, Pizza bestellen ist nur gut, wenn du es längere Zeit nicht gemacht hast und vermutlich Hunger hast. Aber es ist natürlich der Fall, dass du Dinge, die man zumindest im normalen Sprachgebrauch jetzt nicht unbedingt linear anordnen würde. Zum Beispiel ist es irgendwie besser, ein Paper zu Ende zu schreiben, um sich mit Kumpels zu treffen. Das eine ist irgendwie lustig und das andere ist halt wichtig. Und wie geht das zusammen auf einer Skala? Und also ich bin halt irgendwie philosophisch so ein bisschen utilitaristisch angehaucht. Ich finde das Prinzip eigentlich total intuitiv, dass man halt sagt, okay, es gibt da einfach eine bestimmte Menge, die mein Leben toller wird, wenn es so wäre. Und das ist eine lineare Einheit letztlich, weil irgendwie entscheidet mein biologisches Gehirn ja auch nach einer Priorität. Natürlich kann man auch die Frage stellen, warum mache ich eine quasi Tolligkeit und eine Zeit? Weil es ist ja, wenn ich eh nur den Quotienten ausrechne, warum gebe ich den nicht ein? Das hat einen sehr einfachen Grund. Das ist total der gute Trick, mein biologisches Gehirn davon abzuhalten, die Priorität vorher zu raten und festzulegen. Weil ich kann halt nicht gut dividieren, also nicht so gut dividieren, dass ich halt irgendwie Sekunden durch Utility-Einheiten vernünftig auf Tage und Utility umrechnen kann. Sodass ich, nur weil ich weiß, wie wichtig mein aktueller Task ist, nicht raten kann, wo ich den nächsten einordnen muss. Zumindest nicht besonders gut. Also was passiert und was eigentlich super ärgerlich ist, ist, es gibt einen gewissen Drift. Also wenn ich neue Aufgaben hinzufüge in einer Stresssituation, sind die typischerweise höher priorisiert, als wenn ich neue Aufgaben hinzufüge in einer entspannten Situation. Weil halt Anchoring Bias, ich eine Zahl, wo ich gerade so einen normalen Task anordnen würde, habe und den neuen in Relation dazu bewerte. Das ist falsch. Also ich habe das Problem an der Stelle noch nicht so weit gelöst, dass es halt weg ist. Man kann versuchen, ein bisschen gegen zu korrigieren, weil das kann man im Prinzip beim Eintragen auch direkt wieder zurückrechnen. Man kann das ja statistisch auswerten. Also es ist mit Übung besser geworden und es macht sehr viel Sinn, sich einen fixen Punkt vorher zu setzen. Also ich habe halt momentan, habe ich so mein Bezugsideal ist so ein bisschen so, einen Tag komplett idle sein und irgendwie nichts tun müssen. Ist halt so ein Utility. Und da gucke ich halt, okay, wie viel, denke ich, so diese Art von Freizeit würde ich generieren, wenn ich das mal erledigt hätte. Das ist halt völlig beliebig gewählt und jeder würde dann eine andere Einheit wählen, aber das hat sich ganz gut bewährt von so ein paar Idealen, die ich mal versucht habe zu nehmen. Also als Norm quasi. Könnte man nicht auch sowas machen wie, so hoch haben Sie Paper schreiben in der Vergangenheit priorisiert? Also damit man jedes Mal, wenn man sowas einen Task neu anlegt, ein Feedback darüber bekommt, wie man das in verschiedenen, also ähnliche Tasks in der Vergangenheit in verschiedenen Situationen priorisiert hat und sich daran orientieren kann. Ja, das könnte man machen. Das mache ich momentan nicht, aber ich kann meinen Algorithmus ja ganz einfach ändern. Vielen Dank. Eine Frage, vielleicht auch ein bisschen ketzerisch. Hast du nicht Angst, dass du dich damit so ein bisschen entmenschlichst? Nö, aber das liegt daran, dass ich halt irgendwie zu viel Sci-Fi gelesen habe.
Also mir fehlt halt nicht die Vermutung, dass das passieren könnte, mir fehlt halt nur die Angst, weil, also ich achte halt super drauf, dass meine Algorithmen meine Algorithmen sind, die sind halt nicht von Google, nicht von Apple, nicht von Facebook und das finde ich auch sehr wichtig. Ich habe eine relativ deutliche Systemgrenze, wo ich halt sage, das ist ein V-Server, der arbeitet irgendwie mit an meiner Entscheidungsfindung, da habe ich Root und der ist halt auch kontinuierlich gebackupt und wird auch geguckt, ob der noch so ist wie das letzte Mal und so, sodass man schon eine gewisse Persönlichkeitsgrenze hat. Also es ist halt nicht so, dass man quasi an den Außengrenzen der Person super irgendwie in Fremdalgorithmen reinfließt und jede Menge ungefilterten Input hat. Das nicht. Das kann man vermutlich auch so bauen. Das fände ich für mich persönlich aber falsch. Also ich möchte das einfach nicht. Aber ja, wenn man natürlich sagt, okay, das Menschliche kommt irgendwie zwingend aus dem biologischen Substrat, dann muss ich einfach sagen, ja, das wird dann halt abnehmen. Aber, kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie du mit Aufgaben mit so einer Deadline umgehst? Also ist die dann immer hart oder kann es dann auch sein, dass das gescaled wird einen Tag, nachdem es jetzt eigentlich abgeben müssen? Die ist sogar noch böser. Es ist ja so, wenn ich davon ausgehe, meine Aufgaben haben eine Wichtigkeit und die ist richtig, sie ist korrekt geschätzt, dann bedeutet eine Deadline nicht bearbeiten nach. Wenn die Deadline vorbei ist, kann ich durch die Erledigung dieser Aufgabe keinen zusätzlichen Nutzen mitziehen. Das heißt, ich kann sie ganz lassen. Das mache ich dann auch. Was man tun kann, um quasi das zu simulieren, was die meisten Leute tun, was auch nicht ganz unvernünftig ist, nämlich Dinge kurz vor der Deadline zu erledigen. Es gibt da durchaus einen rationalen Grund, nämlich manche Aufgaben erledigen sich einfach bevor man sie erledigt hat. Also ganz klassisch, aber wir müssen diese Website noch updaten. Und dann irgendwie zwei Monate, also du hast zwei Monate Zeit und nach anderthalb Monaten sagt jemand, wir machen eh ein Redesign. Und dann ist es halt doof, wenn du im ersten Monat die Webseite geupdatet hast. Und das kannst du dadurch simulieren, dass du einfach mal so ein bisschen Base-Rate-Analyse machst, wie wahrscheinlich ist es, dass sich eine Aufgabe sowieso erledigt. Und das kannst du halt reintun und sagen, okay, einen gewissen Zeitraum, den ich quasi als extra, also ich habe meine Aufgabe, die ist so und so lang, sagen wir einen Monat Zeit habe ich. Und dann kann ich schätzen, so eine Aufgabe hat eine gewisse Standardabweichung, wie hinten sozusagen das Ende variiert, je nachdem, wie schnell oder langsam oder mehr komplex oder weniger komplex es ist. Und dann habe ich halt einen gewissen Puffer bis zur Deadline, wo ich quasi sage, okay, es macht Sinn, ab diesem Moment die Aufgabe mit voller Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass sie wirklich erledigt werden muss. Aber solange sie davor liegt, kann ich sie halt auf einem gewissen Grad quasi langsam bis auf sozusagen diese Base Rate abfallen lassen, dass ich halt sage, okay, eine Aufgabe, die ich nächstes Jahr erledigt haben muss, die einen Tag dauert, die mache ich halt irgendwie zwei Wochen vorher, weil dann ist es einfach wahrscheinlich, dass ich sie auch wirklich erledigen muss. Das kann man machen, ich hatte das früher in dem System, habe es aber in der Praxis fast nie eingesetzt als Instrument. Und das, die Moment, also ich habe ja gesagt, ich habe es einmal in Rewrite gemacht, das Feature habe ich bisher in einem Datenmodell vorgesehen, benutze es aber nicht und es hat mich bisher auch nicht wieder gestört, dass ich es nicht habe. Also ich habe in der Praxis nicht die Erfahrung gemacht, dass es für den Algorithmus wichtig wäre, das zu tun, aber es ist im Prinzip kein Problem. Noch eine Frage. Was hat dich da, oder haben dich da Sachen noch irgendwie beeinflusst, noch von anderen, keine Ahnung, Communities, Papers, irgendwie was in der Richtung? Oder orientiert sich das wirklich, also hast du das quasi vom Scratch überlegt, so brauche ich das und so implementiere ich mir das jetzt? Einflüsse gibt es bestimmt jede Menge. Also es ist nicht so, dass ich jetzt quasi ein Psychologie-Paper genommen habe und das runterimplementiert. So ist es überhaupt nicht. Also ich hatte halt tatsächlich das Problem, wie ich beschrieben habe, ich habe halt von einer langen To-Do-Liste gesessen vor einem Jahr und mir gedacht, the fuck, das kann es nicht sein, dass ich immer, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, mich mit 1000 To-Do-Items neu beschäftigen muss, mir überlegen muss, welche von diesen 1000 Sachen ist die nächstwichtige. Das kann nicht sinnvoll sein. Und die oberste ist es bestimmt nicht, weil die habe ich wahrscheinlich zuerst in die Datei geschrieben. Also das kann doch nicht das Prinzip sein, es muss doch besser gehen. Und dann habe ich halt ganz am Anfang einfach nur dran geschrieben, wie lange dauert das und wie wichtig ist es? Und dann war es halt so eine Shell-Skript-Sammlung und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es halt manchmal sehr entspannend praktisch ist, das so tun zu können. Dann habe ich halt mehr Features dazu getan. Also ich meine, dieses Situationismus-Kram, das ist halt überhaupt nicht von mir. Das habe ich später dann, ein wesentlicher Einfluss, aber das ist nicht auf dieses Projekt, sondern allgemein auf mich. Ich weiß nicht, ob ihr lesswrong.org kennt. Das ist so eine Community von so, Borderline-Verrückten irgendwie, die irgendwie Strong AI bauen wollen und die Welt retten. Aber da, die machen sich halt viele Gedanken über, wie müsste man eigentlich Entscheidungen treffen, wenn man es richtig machen wollen würde. Und da kommen sicherlich einige meiner Ideen für, wie mache ich zum Beispiel den Scheduling-Algorithmus in erster Iteration vernünftig her. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich habe es da abgeschrieben, aber ich gehe davon aus, dass es schon einen wesentlichen Einfluss hatte. Habe ich das richtig verstanden? Du kategorisierst nach Wichtigkeit und Zeit bis zur Deadline. Ich kategorisiere nach Wichtigkeit und vermuteter Aufgabendauer, die ich quasi brauche zur Bearbeitung. Okay. Die Deadline ist dann praktisch nur halt 0-1-Kriterium. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ja, genau. Das ist im Wesentlichen das, was halt momentan passiert. Es gibt halt Aufgaben, die sind so lange unwichtig,
bis ich sie nie wieder erledigen brauche. Es ist halt auch schon passiert. Und es ist dann natürlich so, dass genau das eintritt, was ich vorher gesagt habe, irgendjemand ist pisst, weil ich irgendjemandem gesagt habe, ja, ich mache das, und ich habe es halt nicht gemacht. Dann sagt er halt, das ist scheiße. Dann sage ich, ja, weiß ich. Aber das war mir halt auch vorher klar. Also ich meine, das war mir klar, dass so etwas passieren muss, wenn ich halt die ganze Zeit wichtigere Aufgaben mache. Und ich fühle mich dann auch ihm gegenüber zwar einer gewissen Bringschuld fürs nächste Mal, aber nicht in dem Sinne schuldig, dass ich sagen muss, okay, ich habe es jetzt irgendwie verprokrastiniert. Weil ich kann halt sagen, okay, ich habe einfach die gesamte Zeit vorher Dinge gemacht, von denen ich persönlich überzeugt war, dass sie nötiger waren. Und das auch begründen kann. Dann noch dazu die Nachfrage, wie gehst du mit Dingen um, bei denen du nicht vorher weißt, wie lange sie dauern? Na, ich rate halt. Das kann ich sonst machen. Also ich mache halt eine ganz normale, total beschissene Zeitabschätzung wie jeder Projektmanager, wenn ich halt sage, ich habe hier ein riesen Softwareprojekt, das dauert, ach, ich schätze mal 8 Monate, naja, mal 2, 1,6, 16 Monate, naja, und noch ein bisschen drauf, 20 Monate wird das schon dauern. Also das ist ganz genau Daumenpeilung, das ist überhaupt nicht exakt. Und das ist halt, was ich spannend finde, trotzdem meiner Meinung nach auch im Ergebnis viel besser als das, was ich vorher gemacht habe. Okay, da sind wir mit der Zeit auch rum. Mhm.